Hallo zusammen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man diesen Henkersknoten oder die Henkerschlinge herstellt. Auch dieser Knoten lässt sich ganz leicht auflösen, wenn nichts in der Schlinge drin ist. Und offen ist er wieder. So, und nun zeige ich euch, wie dieser Knoten gemacht wird. Ihr legt zuerst eure Leine einmal lang. Dann macht ihr hier so eine Schlaufe. Und nochmal eine in die entgegengesetzte Richtung. Nun haltet ihr diese drei Seile zusammen und wickelt einfach nur einen Rundtarm um den anderen, um diese drei Enden. Einen nach dem anderen. Wie viele Turns ihr verwendet, bleibt euch überlassen. Es heißt, es sollten aber für einen Original-Henkerknoten mindestens 6 oder sogar 13 solche Turns sein. So, und wenn ihr die Windungen gezogen habt, geht ihr am Ende einfach durch diese Schlaufe durch und zieht das Ganze an. So. Und fertig ist der Knoten. Er lässt sich jetzt hier wieder verstellen. Größer oder kleiner machen, so wie ihr es halt haben wollt. Ich zeige euch nochmal diese Windungen. Es ist ein einfacher Knoten. Hat eine Ähnlichkeit mit dem Schlingenknoten, den ich schon am Anfang in einem anderen Video gezeigt habe, allerdings eben mit mehr dieser Windungen. Und nun wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen.